alle, die schon immer eine Alternative zu Flips und Chips suchten, die sind jetzt genau an der richtigen Adresse. Bei mir gibt es heute eine japanische Vorspeise, einen japanischen Snack, der extrem gesund und vital ist. Es geht um Edamame und wie es geht, das zeige ich jetzt. Das heißt, ich habe jetzt schon mal als erstes einen Topf mit Wasser und etwas Salz zum Kochen aufgesetzt und hole jetzt die tiefgekühlten Edamame-Schoten aus dem Frosterfach. In dieser gefrosteten Form werden sie in Deutschland angeboten, und zwar ganzjährig. Manchmal gibt es auch frische Schoten zwischen Juni und September in gut sortierten Asialäden, aber normalerweise können sie gut auf diese Tiefkühlware zurückgreifen. Das heißt, diese Verpackung wird erstmal aufgeschnitten. So. Und die gesamte Packung, das sind 400 Gramm, in diesen guten halben Liter hineingegeben. So, hineingeschüttelt. So, so ein bisschen untergetaucht, damit die jetzt in diesem Salzwasser ungefähr so 5 bis 6 Minuten köcheln. Ich schalte jetzt ein bisschen hoch, weil gerade durch die Tiefkühlwade natürlich das Wasser jetzt von der Temperatur ein bisschen absinkt und deswegen gleich noch ein bisschen Power, damit auch dann das Kochen auf alle Fälle gut passiert. So, in der Zwischenzeit ein paar Informationen zum Gesundheitswert von Edamame und wo sie herkommt. Eine unreif geerntete Sojabohne, deswegen ist die so leuchtend grün und auch weich im Kern. Das ist also das eine, was sie schon mal auszeichnet. Und dann gibt es natürlich jede Menge wertvolle Inhaltsstoffe. Einmal viele Faserstoffe oder Ballaststoffe, dann auch hochwertigstes Eiweiß und dann hat diese Schote auch extrem Vitamine, und zwar speziell Vitamine B1 und B2. Da gibt es aber auch noch ein paar andere Sachen, Mineralien, die wichtig sind. Aber das ist schon mal das, was uns natürlich besonders vital und fit macht. Gut, nachher, wenn unsere Edamame gekocht sind, richte ich die an und dann kommt noch ein bisschen grobes Meersalz drüber. Und das zerstoße ich jetzt ein bisschen. Sie sehen, ich habe hier also dieses Steinsalz, das ist ungefähr so ein Teelöffelchen. Und jetzt wird dieses Salz so ein bisschen im Mörser gebrochen, sodass kleinere Stücke entstehen, fast so ein bisschen kristallartig in dem Mörser. Also ich zerreibe es so ein bisschen mit Drehung. Wichtig hier, gerade beim Umgang mit dem Mörser, weniger stoßen, weil das dem Mörser nicht so gut tut, sondern wirklich so ein bisschen zerreiben. So sieht es gut aus. So kann ich das Salz also nachher dann nehmen, um es zu servieren. So, ich schaue mal in den Topf und erkenne, die Flüssigkeit gart. Die Bohnen haben eine attraktive, leuchtende Farbe und die werde ich ja nachher dann anrichten. Und das, was sie essen, sind eigentlich nur die Bohnen. Die Schote bleibt zurück, geht dann praktisch in eine andere Schüssel, die sie sich bereitstellen, wo praktisch diese Schoten hineinkommen. Und die Kerne flutschen sie zwischen den Zähnen mit etwas Salz, was an der Schote hängt, dann mit hinaus. Knackig, frisch und vor allem auch mega gesund. Gut, die 5-6 Minuten sind jetzt auch gleich vorbei. Ich habe jetzt hier so eine kleine nette Schale zum Anrichten dieser Schoten. Und ich kann jetzt auch schon hergehen, Hitze wird reduziert. Ich schöpfe diese Bohnen jetzt portionsweise heraus. Die sind schon knackiges Grün. Jetzt kommen die hier mit hinein. Ich mache da noch ein bisschen was mit dazu. So, und jetzt kommt dieses Steinsalz hier oben mit drüber, so grob gebrochen, so nach Gusto. Der eine mag ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. So, und so biete ich es Ihnen an. Das heißt, die Vorspeise, viel Spaß beim Nachkochen, beim Genießen, beim vitalen Genießen. Und ich probiere jetzt auch erstmal eine.